Schaut euch das an. Das ist doch ein Aufwachen, oder? Da steht unser Kleiner, wir sind gerade schon am Aufräumen. Tun auch mal schön das Bett frisch beziehen. Kleber habe ich auch schon wieder drin gemacht. Gefrühstückt haben wir auch schon. Gefrühstückt und das Frühstück wieder aufgeräumt. Wir haben unsere Mini-Klo, wo man Geschenk gekriegt hat, eingeweiht. Und unsere Schaufel auch. Es sind Gott sei Dank so Biertüten dabei. Also da kann man sozusagen in die Tüte kacken und die Tüte samt Inhalt vergraben und wird dann abgebaut. Gestern hatten wir noch einen holländischen Radgast da am Tisch. Der kam dann noch zu uns rüber. War ganz nett. Der macht halt nur so Rundtouren hier und fährt dann wieder heim. Also der wohnt hier in der Nähe. Jo. Eigentlich wollte ich noch darüber wandern, weil da die Sonne länger war, aber ich bin dann mal drüber gelaufen. Das ist so richtig sumpfig. Also da wäre der Wagen samt Stützen wahrscheinlich eingesunken. Wo ich sagen muss, dass die selbst hier auf weichem Untergrund sehr gut stehen mit den großen Tellern dran. Also tun sich echt gut. Und was halt immer noch begeistert ist auf der anderen Seite des Rades, dass es endlich wieder sauber läuft. Das war eine ganz schöne Tour, gegen die Bremse anzufahren. Gut, habe ich auch selber verbockt. Ne? Da tut Laila gerade die Bettwäsche zusammen. Jetzt schreit sie mich bestimmt gleich an. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ja, Schwätzi, der Schlüssel steckt da in der anderen Schublade. Die können wir zumachen, ne? Gut. So, machen wir die Schublade zu. Schließen ab. Na, Kuss. Schließen auf. Einmal treten. Und dann geht meine Klamottenschublade auf, wo die Bettwäsche drin ist. Ist da eigentlich auch ein Kissenbezug drin? Nee, gell? Ach, haben wir auch einen da. Obwohl, das geht noch, oder? Ja. Das geht noch. So sieht's jetzt nackig aus. Sag mal, was ist das hier für ein Dreck? Alles von deinen Füßen? Da. Ich schleife die jeden Abend rein. Ich kann jeden Abend Krümel rausmachen. Da sie nicht fähig ist, ihre Füße hier außen abzuputzen. Jo. So, das war's aber mal. Wir müssen uns weiter vorbereiten. Wir müssen los, dass wir heute auch noch nach Amsterdam kommen. Wünsch was. Bis später auf der Fahrt. Baba.